Sagen Sie, stehen Sie an. Meinen Sie mich? Ja, wen denn sonst? Jetzt pass mal auf. Servus. Ja, servus. Jetzt pass mal auf. Ich sag einmal, Mann, du kennst mich doch. Ja, ist ja gut. Oder ich erkläre alles nachher. Hast du ein Geld? Ja, hast du ein Geld? Ja, komm, gib her. Ja, gib mal schnell, komm, mach. Du kriegst dann gleich wieder, jetzt wart nicht so lange. Pass mal auf, wenn jetzt die zwei Schwarzen kommen, die Bullen, dann brauchst du dem bloß sagen, dass ich die zum Essen eingeladen habe. Das ist klar. Du und mich? Ja, Idee, und dass ich außerdem zur Zeit bei dir wohne. Hast du es kapiert? Ja? Als andere Marie. Ja, da schau her. Wen haben wir denn da? Unseren Herrn Bahnhofflitzer. Was machst denn du da hier unten? He? Ich wollte mir gerade eine Wurst kaufen. Wenn wir sie aus dem Weg gehen, dann mach ich das auch. Jetzt darf da einer frech werden. Der andere. Wieso denn? Ich hab da meinen Freund gerade zum Essen eingeladen. Oder ist das vielleicht verboten, oder was? Der Freund. Hm? Du zum Essen eingeladen. Du fragst ihn doch selber. Sie sind denn sein Freund? Ja. Und hat sie zum Essen eingeladen? Ja. Und wohnt er dort auch bei einer? Im Augenblick. Woher wissen Sie denn das? Und sie haben eine richtige Wohnung, mit allem drum und dran. Mit Fenster und Türen, und richtige Zimmer und so weiter. Ja, wieso? Gehören du zu meinem Onkel? Was denkt das? Stimmt alles. Alles in Ordnung, oder nicht? Jetzt pass mal auf, Flitzer, was ich da sag. Diesmal hast du noch einmal ein Glück gehabt. Können wir da nichts machen. Aber irgendwann erwischen. Und dann ist Nacht. Und dann gibt's keine Fremd, kein Publikum, verstehst? Und dann hab ich. Und dann kehrst der Katz. Ich hab Zeit. Ich kann's da machen. Merkt er das? Dann haben wir ja Glück gehabt, hä? Ein Wahnsinn, oder? Was soll denn der Schmarrn? Was haben denn die gegen den? Oh, eine ganze Menge haben die gegen mich. Ich hab keine feste Wohnung, verstehst du schon, ja? Ja, und da haben sie mich ein paar Mal beim Kartenspielen erwischt in der Nacht, unten in der U-Bahn. Sag mal, deswegen brauchst du mir aber nicht meine Würstel noch zusammenhauen, der andere spielt vielleicht. Geh weiter, jetzt habt ihr nicht so, ich hab Hunger. Ja, das ist keine Ahnung, wirklich nicht. Ja, wenigstens die Hälfte Fußball geben, oder? Wo wohnst du denn nachher? Wärst du irgendwo wohnen, oder? Ja, irgendwo schon. Einmal da und dann einmal da. Gibt's immer eine Gelegenheit, oder nicht, oder schon, oder wie sicher das? Im Augenblick wohne ich im Berg am Leim, im Rangierbahnhof. Na, den kenn ich gut. Bin ich früher wieder durchgefahren, wo ich noch gearbeitet habe. Im Moment habe ich keine Arbeit. Da hast du schon wieder eine. Warum wohnst du noch nicht bei deinen Eltern? Ja, bevor ich es vergiss. Sena. Und pass gut auf deine Schulter auf, gell, in deinem Koffer. Also dann, servus. Ja, und merkt euch nochmal, gell? Ignaz, das wäre so schön. Das jetzt geh weiter, rausgehen. Komm. Ich nehme einen Tag Urlaub und wir fahren alle beide. Ich gehe spazieren, dann störe ich dich nicht. Und am Abend sind wir wieder zusammen, oder nicht? Ja, ja. Das heißt ja, ja. Ja, ja, heißt ja, ja. Jetzt bist du seit 10 Jahren in München. Da kannst du wenigstens das verstehen, meinst du nicht? Du willst also nicht, dass ich mitfahre? Ha? Richtig, genau das heißt's. Und warum nicht? Das haben wir doch jetzt schon mindestens 50.000 Mal erklärt. Weil da keine Frauen nicht eingeladen sind. Seit wann gibt's bei der Marine Frauen? Die ja schließlich auch nicht auf deine Versammlungen. Bleibt das doch einmal stehen? Ich warte. Wie alle anderen auch. Und da möchtest du jetzt warten, bis du dort rankommst? Sicher? Na, voll Vergnügen.
Ja, da schau her, der Herr Schweiger. Heute ganz exklusiv. Also Käthe, so lange bis du da dran kommst, kann ich für nicht warten. Das musst du schon verstehen. Das habe ich auch gar nicht von dir erwartet. Ich versteh's auch nicht, wie man sich da 3 Stunden herstellen kann wegen 2 Karten. Verstehe ich nicht. Es hat mal eine Zeit gegeben, da hätten die Leute ihr letztes Hemd weggegeben für eine Opernkarte. Ja, aber die sind Gott sei Dank vorbei, die Zeiten. Ich komme also in 3 Tagen bei dir wieder vorbei. Bei mir? Ach so, ja. Wohin denn sonst? Zu dir kann man ja jetzt nicht mehr kommen. Du bist ja jetzt verheiratet. Mit deinem Untermieter. Noch nicht ganz, Käthe. Sei nicht kindisch. Also, vierte. Die da, mit dem Schokolade und dem Papadenzeig da drin, da hätte ich auch noch gern 100 Gramm. Sie meinen die Schokodatteln? Ja. Und packen Sie das bisschen extra ab, weil das pappen wir sonst alle so zusammen. Aber Herr Schweiger, jetzt tun Sie uns doch nicht so blamieren. Einzelverpackung ist doch eine Selbstverständlichkeit in unserem Haus. Wie geht's am Herrn Onkel? Hä? Gut geht's ihm. Ja, der Herr Mühlbauer. Grüß Gott. Grüß dich. Grüß dich. Dann können Sie mal sehen, Frau Wagner, wie es bei uns die Arbeitslosen geht. Pralinen und Freizeit. So mag ich's. Sind Sie gar so streng, Herr Mühlbauer? Wie geht's Ihnen denn? Das Krankenhaus gut überstanden? Alles bestens, Frau Wagner. Und nochmal herzlichen Dank fürs Geschenk. Bitte. Bist du schon fertig? Ja. So. 8,40 Mark bitte. Das zahl dann ich mit, wirst du nichts dagegen haben. So, jetzt geben wir's an, Frau Wagner. Bitte. Heute wird's ein bisschen mehr. Nougatbutter. Mandelsplitter dunkel. Mhm. Nougat, Kokosschnitten, getauchte Kirschen, Schweizer Trüffeln und Walnuss, Pistazien, Marzipan. Von allem 300 Gramm bitte. Ja, hoffentlich kriege ich es noch zusammen. Ich helfe Ihnen dann schon, Frau Wagner. Sag mal, du willst doch heute daheim bleiben. So hast du doch ausgemacht. Wieso? Weil der Geschirrspüler kommt. Sie fix, jetzt habe ich das total vergessen. Ja, das habe ich gemerkt. In der Früh habe ich das extra noch gesagt. Nougat Kokos, Herr Mühlbauer. Auch 300 Gramm. Von allem 300 Gramm. Schon erwischt, Herr Mühlbauer. Das letzte Mal war es schneller. Sie sind auch nicht langsamer geworden, Frau Wagner. Respekt. Heutzutage bleibt man immer in der Übung, Herr Mühlbauer. Glauben Sie mir das? So, was können Sie jetzt, Frau Wagner? Was macht's? 180 Mark geradeaus. 180 Mark geradeaus. 180. 80. Haben Sie das andere schon dazu gerechnet? Ist dabei, Herr Mühlbauer. Gut. Jetzt haben wir uns das 2 Wochen überlegt, ob wir uns die Maschine kaufen oder nicht. Und wenn es kommt, dann bist du nicht da. So was verstehe ich nicht. So, probieren wir eins von denen da. Und? Das habe ich dir doch vorher schon gesagt, dass ich es vergessen habe. Wie schmeckt er, Mann? Ja, Datteln sind mir lieber. Normalerweise ist ja der Nougat-Butter was viel, was Feines. Aber schlecht sind die auch nicht. Herber im Geschmack. Herber im Nachgeschmack, kann man sagen. Ja, das sind's. Vergessen. So was verstehe ich nicht. Das hast du schon mal gesagt. Was? Dass du das nicht verstehen kannst, wenn man sowas vergessen kann. Ja, weil ich das in der Früh extra noch gesagt hab. Man kann da in 2 Stunden nicht einfach was vergessen. Na, das siehst du, dass man es kann. Na ja, jetzt können wir nichts mehr anderes machen, als dass wir gleich heimgingen. Bitte. Was? Irgendwie passt das alles zusammen bei dir. Zweimal aus der Arbeit raus. Kurz, das zweite Mal war eine Ausnahmefall, gebe ich zu. Hätte ich wahrscheinlich nicht anders gemacht. Aber nichtsdestotrotz, 2 Mal auf einen Schlag. Da stimmt doch irgendwas an der Grundlage nicht. Schau, was hast du jetzt gehabt davon? Arbeitslos bist du. Und sowas ist doch kein Dauerzustand, sagst du selber. Du meinst dabei, ich bin ich. Und wenn ich komme, dann bin ich da. Und wenn mir was nicht passt, dann wird das einfach gesagt. Aus, Amen. Genau. Diplomatie.
Auch in der Arbeit braucht man die. Gerade in der Arbeit. Verstehe ich nicht. Ich habe als einziger von alle in meiner Lehre, in der Ausbildung, 2-1 gehabt. Ohne Diplomatie. Stur. Du bist einfach stur. Ich möchte bloß wissen, was du das her hast. Ja, glaubst denn du, dass die anderen was dafür kennen, wenn du lauter 1 hast? Sturheit und kein Zeitgefühl. Daran liegt's bei dir. Aber ich hab schon gesehen. Zeit. Das hab ich doch schon mal gesagt. Keine Ahnung von Zeit. Zeit und das Gefühl für Zeit. Das ist das Wichtigste im Leben. Wenn du das nicht kapiert hast, dann hast du nichts kapiert. So, jetzt haben wir's. Jetzt ist es mir schlecht. Schlecht? Wieso ist es jetzt auf einmal schlecht? Ja, von dem Gürtelzeug da. Das pappt mir alles im Mund zusammen. Nimm's. Ja, dann darf das halt nicht essen, nicht? Ja, das ist ja das Hexte. Ja, jetzt brich ich aber ab. Ja, du hast mir doch den ganzen Schmarrn beigebracht. Schau dich doch an. 3 Pfund auf einmal hast du eingekauft. Wenn du die alle zusammengegessen hast, dann kannst du gleich wieder einflacken ins Krankenhaus. Dann hast du wieder Algerie. Das ist diesmal ein Ausnahmefall. Die nehme ich zur Marinefest mit. Was für Marinefest? Zwischen den Kriegen. Wo? So heißt das. Das ist das Treffen der ehemaligen, die bei der Handelsmarine waren. In Garmisch-Partenkirchen. Im Alpsee-Hotel. Da habt ihr euch ja den richtigen Platz ausgesucht. Meinst du nicht? Jetzt warte mal, Willi. So, das werden wir jetzt gleich haben. Lass der Zeit, Willi. Wir machen das jetzt alles genau nach Gebrauchsanweisung. Geh, das kenn ich doch. Da steht doch vorbei derselbe Schmarrn drin. Die Waschmaschine von der Mama habe ich auch selber angeschlossen. Aloha und ohne Gebrauchsanweisung. Einfluss und Abfluss angeschlossen, zack und fertig. So einfach geht das. Klaro? Ja, den gebe ich gleich zack und fertig. Das ist doch ein Rippe, glaubst du das auch? Da steht's doch Punkt für Punkt. Und genau so machen wir's auch jetzt. Punkt für Punkt. Zwei an Muschiner. Ja, dann lies ich nochmal vor. Wir beglückwünschen Sie zum... Was ist los? Jetzt haben wir's. Punkt 1. Achten Sie beim Aufstellen Ihres Gerätes, dass es auf einer festen Unterlage steht. Der Boden sollte möglichst erschütterungsfrei sein. Das Gerät muss für eine einwandfreie Inbetriebnahme absolut gerade stehen. Überprüfen Sie dies, indem Sie eine Wasserwaage jeweils längs und quer auf die obere Abdeckplatte des Geräts legen. Ihr Gerät hat nun den richtigen Standplatz. Punkt 2. Auf der Rückseite Ihres Gerätes befinden sich Anschlussschläuche für Ein- und Abfluss. Die jeweiligen Markierungen stehen mit Plus und Minus ausgezeichnet auf der Rückseite der Abdeckplatte. Was ist das? Ja, jetzt lese ruhig weiter. Hab ich schon gesehen jetzt. Lösen Sie nun die festgezogenen Laschen der beiden aufgewickelten Schläuche und das Kabel für den elektrischen Anschluss. So, kurz schau auf mit deinem Lesen. Bin schon fertig. Okay. Schau, geht hin. Jetzt müssen wir ausprobieren, wie das geht. Halt, da gibt's ja noch mehrere Programme. Hey, da brauchst du keine Angst haben, da geht schon nichts kaputt. Das wirst du jetzt gleich hören, wie das Wasser da reinschießt. Da was sag ich, ist schon hin. Tut ja nichts, macht ja nichts. Oder hörst du was? Wer ist denn jetzt das? Ah, die kommen wahrscheinlich noch mal wegen dem Lieferschein, geh du hin, Willi. Dann werde ich die Sache mal hier in die Hand nehmen. Grüß Gott. Weber. Grüß Gott. Heizung. Heizung lese ich ab. Darf ich, gell? Ja, einen Augenblick bitte. Ja, einen Augenblick und dann bin ich schon wieder fertig. Ich habe nämlich wenig Zeit. Mich pressiert's, gell? Und darf ich anfangen? Darf ich vorstellen, das ist mein Onkel. Ah, grüß Anna. Weber. Ja. Ich lese Heizung ab. Sie sind wahrscheinlich der Wohnungsinhaber, gell? Bin ja gleich an der kompetenten Stelle, gell? Ja, aber darf ich anfangen? Ich meine, ich habe wenig Zeit. Mich pressiert's ein bisschen. Okay, Willi, zeig's dir. Da. Ja, das ist super. Haben wir gleich. Ah, da schau her. Schau, das königliche Spiel. Ha. Steht sehr schlecht für Weiß. Matt in 2 Zügen. Ha. Sehr schlecht. So, jetzt schauen wir erst einmal. Haben wir da? Aha, da haben wir 16, 32, 0, 0, 3, 2. Dann werden wir das dann auswechseln. So.
So. Ja. Im Deutschen Museum, mein Bruder. Hm? Gut, sag ich. Ja, ja. Ja. Wer da bleibt, wer da gut sei. Ja. Jawohl, jawohl, das ist schon eher meine Angelegenheit. Gehört dir das Zimmer, ha? Nein, das gehört meinem Onkel. Weißt du, was ich da sag? Ich zieh jetzt da noch mal nach Norddeutschland. Weil Segeln, das ist nicht mehr mein Lieblingssport. Tust du auch Segeln, ha? Nein. Ah ja, du tust ja Zug fahren. Ah ja, kann auch ganz schön sein. Wer's mag? Schade. Sehr schade für dich. Weil Segeln, das ist nicht mehr wirklich ein ganz feiner Sport. Glaub mir das. So, und jetzt der nächste Hummer, dann haben wir's, gell? Ja, um Gottes Willen. Schaut von da aus. Ha? Haben Sie Schwierigkeiten? Neue Maschinen, gell? Ja. Es ist nicht einfach. Geht's nicht, ha? Na, irgendwas müssen wir da übersehen haben. Ja, jetzt warten Sie mal ab. Das werden wir gleich haben. Zufluss, Abfluss ist okay. Super. Verstehen Sie überhaupt was davon? Ja, das wirst du schon gleich sehen. Umgesteckt ist auch. Ja, Wasser. Wasser brauchen wir natürlich schon, gell? Ohne Wasser geht da überhaupt nichts. Ja, vom Winterlohr geht der Dreck nämlich nicht weg. Ja, so geht's natürlich nicht, meine Herren. Das muss nass. Und das. Aber jetzt geht's. Einwandfrei. Da kommt der Klarspüler rein und da ist Waschpulver. Gell? Programm wählen und ab geht die Post. Gut, sag ich. Das ist schnell gegangen. Das gehört bei mir zum Service. Vor kurzem habe ich noch einen Fernseher gekriegt. In einer Viertelstunde. Ein Farbfernseher wohlgemerkt. Gell? Ach, das ist aber jetzt leicht übertrieben. Soll es eine halbe Stunde gewesen sein. Aber im Höchstfall, gell? Ich muss jetzt. Mir pressiert's. Geschäfter, Geschäfter, am heiligen Sonntag, Geschäfter. Fährt einer, Gott. Fährt einer. Und nochmal herzlichen Dank. Sag mal, warum machst du denn eigentlich den Job, wenn du all die anderen Sachen so gut kannst? Okay, das ist doch nur vorübergehend. Da musst du nicht viel denken. Ich muss nicht meinen Kopf frei haben für wichtigere Sachen. Verstehst du schon, was ich meine, gell? Nein, eigentlich nicht ganz. Weil ich hab nämlich keinen Job im Moment, weißt du? Ja, wo gibt's denn sowas? Bei der Konjunktur. Du Arbeit gibst, dass man sie gar nicht mehr retten kann. Warst du einen Job? Hm? Ja, hast du. Klar, heute Abend. Hast du Zeit? Schon, ja. Ja, komm mit, dann besprechen wir's auch. Mit bis jetzt, gell? Vierte. Gut, vierte. Das war doch nicht schlecht, Arzt, meinst du nicht? Ich fahr mit dir mit. Geh ein bisschen ins Café. Das war Abwechslung zu den Malkurse. Da läuft bestimmt einiges. Kurstadt, was glaubst du denn? Und dann geh ein bisschen ins Casino. System Rente. Alte Zeiten ein bisschen aufleben lassen. Das war doch was. Aber nur, wenn ich dich nicht störe. Mich störst du nicht. Aber ins Casino kriegst du mich nicht rein. Ohne Übung setze ich mir an keinen Tisch. Von mir aus kannst du ruhig mitfahren. Du hast ja bloß der Kette nicht gesagt, weil sonst war ja der Teufel los. Wieso will der auch mit? Das kannst du dir doch vorstellen. Ja und? Was, na und? Du hast dir abgesagt. Na logisch. Ui, da wird's aber sauer gewesen sein. Das glaubst du. Das ist das einzige Album hierhin. Schau mal, ist das das Richtige? Ja, ja, das ist schon das Richtige. Du trag mir's doch bitte schon in den Küchen über, dass ich's ja auch nicht vergiss, weil das wäre eine Katastrophe. Das darfst du mir glauben. Ich komm dann schon nach. Da ist ja noch ein Album. Hat er denn zwei? Ja, logisch. Morgen ist doch sehr großer Tag. Was meinst denn du? Wo soll ich das hinlegen? Leg's dann auf, damit es ja noch gleich sieht. Du bist mir so ein Lärmserder, mein Lieber. Was? Ich? Warum? Magst du fragen? In so einer Sommernacht hockst du da in der Küche rein, schaust du Schieferl an.
die wo der Onkel vor 40 Jahren gefahren hat. Statt dass du auf dem Aufriss gehst, wie sich das für der Alter gehört. Ich weiß nicht, mit euch ist nichts mehr los. Geh schon noch fort heute. Hast du noch Zeit? So, du gehst heute noch fort? Ja. Der Fremd kommt, dann halt mich ab. Weißt du schon, der von heute Nachmittag? Und okay, darf ich mit dem ein bisschen aufpassen. Ganz sauber ist der nicht, meine. Aber wie er die Maschine repariert hat, das hat er schon gefallen, oder? Ah, das haben wir auch geschafft, wenn wir die Gebrauchsanweisung gescheit gelesen haben. Also du geh, pass auf, das musst du nicht sein mit dem Marmeladenbrot. Wenn du da einen Fettflecken reinbringst, das ist doch nicht mehr zum Ersetzen. Da ist doch nichts passiert. Ja. Sag mal, seid ihr da immer mit Begleitung gefahren? Wie meinst du das mit Begleitung? Da, die habe ich schon öfters gesehen da drin. Ah ja, das ist die Ausfahrt aus Wilhelmshaven. Die zwei kleinen Schiffe, das sind Minensuchboote. 1942, da war fast alles schon vermint. Wieso Minensuchboote, das verstehe ich jetzt nicht. Die Mine ist der gefährlichste Gegner der Handelsmarine. Mir ist immer erzählt, U-Boote haben euch am meisten zu schaffen gemacht. Na ja, die auch, aber Minen waren viel gefährlicher. Wieso sind die gefährlicher? Oh, da brauchst du jetzt gar nicht anblinzeln. Hab schon gesehen. Also pass auf, Willi. Es gibt zwei Arten von Minen. Treibminen und Ankerminen. Die Treibmine treibt herrenlos. Also auch gefährlich für den, der es legt. Und die Ankermine, die ist fest. Da weiß man immer, wo die ist. Die Mine selbst. Warte mal, da muss sogar noch ein Büttel da sein. Ich bin sicher, dass der Büttel drin ist. Ah, da, schau her, da haben wir sie ja schon. Die Kugel ist voll bis oben hin mit Sprengstoff. Und die Stäbe da, die so ausschauen wie Stacheln, das ist aus Glas. Aus Glas? Richtig, aus Glas. Und da ist eine Säure drin. Was ist denn jetzt das? Käthe vielleicht? Oh. Das wird der Fränk sein. Der kommt mich abholen. Das mit der Mine, das muss man noch mal genau erklären, gell? Also, Bettzeit. Jawohl, das musst du ihm noch ganz genau erklären. Über den Krieg können sie nicht genug wissen. Da willst du mir jetzt du einen Militaristen heißen. Du als Österreicher. Ich bin Pazifist. Deswegen war ich ja bei der Handelsmarine. Weißt du, ich hab mir überlegt, dass die Arbeit, die wo ich da mache, dass die eigentlich unheimlich unrationell ist. Wenn man es genau nimmt. Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Was? Ich sag was. Wieso ablesen da? Ja, freilich. Ich war ums Doppelte schneller, wenn wir zum Beispiel zu zweit waren. Ich lese ab und du schreibst. Ja, das ist doch Arbeitsteilung, oder? Ja, das kannst du auch sagen. Ja, siehst das. Das können wir morgen gleich mal ausprobieren, wenn du magst. Magst? Ja, wenn du meinst. Also, Spezi. Das war nur eine kleine Kostprobe. Das war früher mein Beruf, mein Lieber. Naja, halber Beruf. Hast du Rennen gefahren? Nein, Betonpisten ist da völlig uninteressant. Rallye bin ich gefahren, 4 Jahre. Aber dann habe ich aufhören müssen. Hast du einen Unfall gehabt? Ah, Hintergrund. Hintergrund hat mir gefehlt. Kohle, verstehst? Ohne Kohle, da bist du im Rennsport aufgeschmissen. Das kannst du nur so gut fahren. Das nutzt da alles nichts. In der Kurve habe ich sie alle abgezeigt, aber auf der Geraden haben sie mir alle davor. Weißt, Motor einfach schwach, gell? Friedensengel. Das war immer unsere Teststrecke. Da rauf oder da drüben runter, ist auch wurscht. Rekord steht auf 95. Aber heute, da schaffen wir nicht so viel. Der Wagen, weißt, der hat eine Starachse. Da schaffen wir höchstens 75. Naja, das werden wir dann auch gleich sehen, gell? Hast du Angst, hä? Ich? Ja. Okay. Ja, lass mal einen Brenner, oder? Von mir aus. Ui, der andere. Ein Safety Belt. Weißt, von den Fahrern ist mir der Patrese eigentlich der Lieber. Wir haben nämlich sehr viel Ähnlichkeit im Fahrstil miteinander. Also, ging mal so, hä? Thank you.
sage, Starachs. Voll in die Botanik, da. Aber dass der gleich so derartig übersteuert ist, hab ich mir nicht gedacht. Nein. Aber für das haben wir noch ganz gut abgefangen, oder? Ha? Spitze. Fahren wir wieder, oder? So, jetzt werden wir erst einmal die Ventile ein bisschen durchschmieren. Mist, jetzt haben sie uns. Leg die hin. Hey, was soll denn das? Mach jetzt genau das, was ich da sag. Du bist bewusstlos, krank, verstehst? Ich fahr dich jetzt ins Krankenhaus. Tu dich ja nicht rühren oder fang bloß ins Lager an. Reiß dich zusammen. Vielleicht kommen wir durch. Lass noch ein bisschen einen Speichel aus dem Mund rauslaufen. Das macht sie immer gut und ich klang dich nicht an, verstehst? Die Fahrzeugpapiere bitte. Ja, ich weiß schon. Ich bin zu schnell gefahren. Aber ich habe einen Schwerverletzten im Auto. Ja, und der muss sofort ins Krankenhaus. Ich glaube, das pressiert es doch mal, gell? Was ist ihm denn passiert? Ja, vom ersten Stock ist er runtergefallen und seitdem rührt er sich nicht mehr. Manchmal stöhnt er und er sagt ja sowas wie mein Bauch, gell? Wahrscheinlich hat er innere Verletzungen. Fahren Sie hinter uns noch. Wir fahren ins Krankenhaus. Ja, das ist aber nicht nötig, gell? Ich find schon allein hin. Solch eine Scheiße. Du spinnst vielleicht. Hau da mal einfach jetzt nicht mehr mit. Bleib unten. Das müssen wir jetzt voll durchziehen. Wenigstens solange die Bullen noch da sind. Im Krankenhaus ist alles viel einfacher. Da check ich die Lage schon. Mach alles genauso weiter wie bisher. Du warst spitze bis jetzt. Super. Du checkst die Lage schon, ha? So wie ein Friedensengel, oder? Sowieso. Da ist er drinnen. Einen Bericht holen wir dann nachher. Ja, wir schreiben dann aus. Nicht so. Du Schösch, die sind doch so rausgefahren, wie wir es gestoppt haben. Ja, und? Weil da draußen, da ist ja aus dem Flughafen nichts mehr. Und in keinem Fall ein Krankenhaus. Ja, stimmt, da hast du recht. Aber das werden wir dann schon sehen, wenn wir uns den Bericht abholen. Komisch ist es auf alle Fälle. Hast du gesehen, wie viel ich drauf gehabt hab, wie es blitzt hat, he? Nicht genau, aber 100 mindestens. Hast du da irgendwelche Personalien angegeben im Krankenhaus, he? Das hab ich doch nicht kennen. Ich war ja bewusstlos, oder? Das heißt also, die haben bloß die Autonummer und sonst nichts, gell? Ja, genau, das heißt das. Das ist ja nur auch wieder nicht schlecht. Ja, grüß dich. Was machst denn du noch da, he?
gleich einen Schlüssel her. Komm. Logo, kannst du den Schlüssel haben? So eine Schwester, weißt du, die war am und habe nur versprochen. Ja, dann gib mir. Was du? Jetzt sag ich dir mal was. Ich möchte alles sein, bloß nicht deine Schwester. Hey, hey, was tust du denn mit drauf dafür? Ich hab jetzt keine Zeit, ich muss auf Gang. Warte mal. Mal langsam, so geht's nicht. Du hast mir versprochen, dass du mit mir arbeitest heute. Du hast mich eingestellt drauf. Ich konnte das jetzt nicht erklären, ich muss den Zug erwischen. Jetzt lass einmal die Luft raus, Bursche. Jetzt gehen wir erst einmal rauf und dann wirst du mir erst einmal die Gründe für deinen Arbeitsausfall erklären, gell, Freundler? Komm, auf. Jetzt geh weiter, du siehst doch, dass ich keine Zeit hab. Erstens, da wisch den Zug sowieso nimmer. Und zweitens wegen deine Album auf Garmisch fahren, gell? Ja, da musst du schon einen ganz schönen Sprung in der Schüssel haben. Mann, die sind unheimlich wichtig für Jan. Und die Fotos ist auch aufgeschmissen. Aber mal, war eine andere Möglichkeit, als wir mit dem Zug dann reinfahren. Schickst du nicht, gell? Schon? Nein, das kann ich nicht machen. Ein Zungenbaum in der Garage verfaulen lassen. Das war ja Sündke. Der Baum braucht die Straße. Verstehst du? Schräg. Würde ich mal ein bisschen zusammenreißen, gell? Sag mal, wir anderen und ihr mal da. Kapistennudler. Bin ein Rallye-Fahrer. Braucht Kurven. Landstraße, verstehst? Was jetzt her, ich bin eine Reihe auf Hack und Zack. Was meinst du, was da los ist, wenn uns mit dem Wagen was passiert? Was soll denn da passieren? Ist da ein Profi am Steuer? Du, der Wagen hat eine Straßenlage. Sagenhaft, gell? Ha. Jetzt schauen wir mal, was da hergibt, ha? Jetzt, wenn du nicht aufhörst, dann fahr ich weiter, gell? Jetzt geh weiter, jetzt führ dich doch nicht so auf. Du blöde Sau, du blöde, schau dir das mal an. Da ist ja alles hin. Bloß weil du fahren musst, wie der gesinkte Sau. Ich hab's doch gleich gesagt. Der war nicht schrottreif. Glaubt, dass du spinnst? Ist doch alles gar nicht so wild. Jetzt habt ihr doch nicht so. Ist doch bloß der Kotflügel und der Auspuff. Führ dich auch nicht so auf. Und ich tat mir auf, wenn vielleicht spinnst du. Du hast doch keine Ahnung, wie der Onkel an dem Wagen hängt. Gell, das riecht mir halt schon. Hab ich schon gesehen. Ist alles umgeschraubt. Neuer Kotflügel, neuer Auspuff. Dann siehst du nichts mehr, das garantiere dir. Rucki zucki alles Palette. Mei. Rucki zucki alles Palette, jetzt fahr ich weiter. Ja, fahr halt.
so ziehen wir darüber. Wieder nicht da. Hatte keinen Sinn, Nats. Das ist nicht daheim. Ich probier's halt noch mal zur Sicherheit. Du wirst doch ohne Alben auskommen, oder? Ja. Entschuldige. Geh nicht zu. Polizei, das regelst du, gell? Bitte sehr. Danke. Hans? Wille! Du, dein Vater ist da unten. Ja, da unten. Geh nicht zu. Er bringt ihm die Alben. Ja, meine Herren, darf ich Ihnen das einmal erklären? Ja, das machen Sie mal. Richtig, gute Fahrt. Danke. Der nächste, bitte. Danke. Danke. Na, Willi! Komm her, Willi, geh weiter! Ach, geh halt her, ich muss dir was sagen. Jetzt ist er nur noch gekommen. Geh weiter. Ja, Willi! Ja, wo kommst denn jetzt du her? Da, die hast vergessen. Also, das ist eine Überraschung. Und wegen dem bist du extra reingefahren. Also, das gefällt mir schon narrisch. Freut dich lieber nicht zu früher. Also, jetzt geh weiter, Willi, jetzt sitzt du her. Nein, komm. Du musst jetzt was sagen. Geh halt mit. Es ist so wichtig. Ja, das kann man mir sagen. Jetzt komm. Da der Alter. Ja? Und? Schau das mal genau an. Ja, du lieber Gott. Wer ist gefahren? Ich. Bleib mir nicht da. Ja. Aber man gleich denkt. Meine Herren, darf ich mich vorstellen, Ignaz Mühlbauer. Ich bin der Besitzer von dem Wagen, wenn Sie bitte schön reinkommen wollen. Ja, und ich? Was ist mit mir? Du, da magst du noch fragen. Ja, warum nicht? Das war ein reiner Fahrfehler von mir. Das kann ja jedem mal passieren. Wie komme ich überhaupt jetzt heim? Ganz einfach, so wie du hergekommen bist. Bloß zu Fuß, würde ich sagen. Kann man auch nichts machen. Du, ein Blutkreis. Sie entschuldigen. Eine Frage. Fahren Sie zufällig an München? Ja, schaut da noch. So einer wie der, der geht nie unter. Das musst du merken. Da kann der Dreck nur so hoch sein. So ein Schmarrn. Hey, was ist da los? Wenn Sie weiter kommen, jetzt gehen wir rein, wenn wir das auch schon erledigen. Meine Herren, jetzt geh weiter. Passiert ist passiert.